Die Geschichte der Familie Henry in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Die Henrys werden in alle Winde zerstreut. Leslie Sloat erhält Dokumente über Hitlers Vorhaben, die Juden in Europa auszurotten. Pater! Er ist Legationsrat an der deutschen Botschaft in Rom. Ein ehemaliger Student von mir, Werner Beck. Er versicherte uns, dass unsere Freilassung nur noch eine Frage der Zeit wäre. In Italien unter Hausarrest gestellt, hat Natalie nur noch wenig Hoffnung. Ich verlange von Ihnen eine ausführliche Erklärung zum Fall Jastrow. Ich will ihn benutzen. So? Dr. Beck, inwieweit sind Sie darüber informiert, was mit den Juden wirklich geschieht? Ich kann doch nicht im Rundfunk gegen mein eigenes Land agitieren. Nicht von Siena aus. Sie sollten auch an Mrs. Henry und ihr Baby denken. Einen Sieg im Pazifik. Wir brauchen unbedingt einen Sieg. Sofort. Landgang ist gestrichen. Ab sofort finden Einsatzübungen statt. Amerika ist wie gelähmt durch die Demonstration unserer unüberwindlichen Macht. Die Deutschen begehen ein Verbrechen, das beinahe unvorstellbar ist. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler auf einer Inspektionsreise in Auschwitz. Er wohnt der Vergasung von Juden bei. Feuersturm und Asche.